Guild War gegen Eternity. Wow, sind gerade Rang 4. Was steht hier so? Okay. Okay. Oh, Celia. Danke, nein. Ho! Das ist genau meins, ha? Huh? Okay, also. Schauen wir mal, machen wir seinen Plan zunichte. Nehmen wir Lauren. Galleon. Oder? Jemand, naja, brauche ich. Eigentlich brauche ich Galleon nicht. Aber. Hier mal nehmen wir Hahn. Oder? Nein, das ist auch keine gute Idee. Lass Poseidon nehmen. Das Ding ist zwar, mein Poseidon ist, glaube ich, schneller als Galleon, aber macht nichts. Und für den Wind Panda Fran Laika, das ist einfachste wäre halt Copper Bulldozer. So ein 100%iger Win. Aber das wäre irgendwie fad, oder? Könnte ich stattdessen machen? Rogue hatte ich schon lange nicht mehr. Tja. Ich bin irgendwie so am Überlegen, Virtua-Sun irgendwie sowas, aber das ist auch ein bisschen. Das dauert dann vielleicht ewig lang. Nehmen wir halt, bleiben halt beim guten alten. Nein, nicht ihn. Guten alten Panda. Haben halt einen vernünftigen Defense Break. Okay, wie erwartet, ne? Meine Lauren ist schneller. Aber. Wenn wir jetzt nicht irgendwie strippen und Attack Power reducen, glaube ich, haben wir ein Problem. Okay. Dann machen wir Poseidon. Dritten Skill wird nicht irgendwie was killen, aber. Oh shit, hier. Tja. Das Ding ist, Illudia hat einen Defense Break, ne? AOE Defense Break. Reduce mal. Ja, egal, es ist time to loot machen. Scheiß auf killen. Okay, ich glaube, er hat alle drei bekommen. Oh, und das. Fuck. Okay, so war das irgendwie gerade nicht geplant. Rip me hier. Fuck, hat die gerade Damage gemacht. Na gut. Haben wir wieder was gelernt. Nicht Overpower, wie viel Damage Illusi hier gerade gemacht hat. Ohne Attack Buff und so auch noch. Okay, Fran tot. Und. Bitte kein Revenge Defense Break. Oh man. Fuck. Tja, Rogue ist so oder so tot. Jo. Scheiße. Läuft ja gerade wieder wie immer, ne? So, okay, Leica. Und, ja.
Ach Gott, ey. Jo, geh halt auf meinen Wörter auch noch hin. Toll. Panda gegen Panda. Wie spannend. Oh mein Gott. Chinesische Panda, die alle keine Defense Breaks landen können. Resist, resist, resist. Was geht denn ab, ja? Killin. Killin. Danke. Oh Gott, ja. Naja, scheiße, ja. Wow. Weil ich es auch immer übertreiben muss. So. Wir machen noch. Okay, nochmal ihn. Prowse, gehen sieht so cool aus, finde ich. So. Soll ich das da oben mirrorn? Zeig mir mal, dass der Guardian Skin besser ist als der komische Skin da. Und Molon Rector Praha. Tja. Wie wär's mit Wind Monkey? Und Druid habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Wo ist er überhaupt? Wind Druid. Und irgendwie was halt healt. Ja, das ist ein Paladin nehmen. Ich hatte irgendwie einen Armeiner überlegt, aber er hat keine Weihrungen mehr und ja. Okay. Und wie overpowered mein Theo ausschaut hier. So, na, dann gehen wir mal auf seinen. Quit. Oh, leider nicht. Autsch. Ja, okay. Beruhig dich. Heal Cayman. Und können wir auch Vile proppen? Nein, natürlich nicht. Na gut. Oldschool Revenge Bild, ha? Huh? Na gut, dann gehen wir mal fahren und heilen Cayman. Vielleicht überlebt er ja noch. Denke schon. Killen Theo. Tüdüm. Tio. RTA Skin eindeutig besser. Jo, egal. So, reduce. Und trotzdem ist mein Theo zu langsam. Aber ja, macht nichts. Defense Break. Oh. Okay, kill. Na bitte. Wow, Molong. Ja, was soll's? Braucht man nicht cleansen. Defense Buff und alles. Gehen wir mal auf Molong. Nice. Stun Praha. Crit Molong. Oh, kein Crit. Praha wieder halt jetzt heilen, ne? Außer wir stunnen. 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 Okay, na dann heil halt. Okay, ouch. Kill Molong. Cleanse den Monkey. Ach, wirklich. Kill. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Vile Procs ohne Ende. Stun. Nice.
Ja, geh mal Fractor. Wir haben hier Revive, falls überhaupt noch nötig. Was dann? Cool, wenn man drei Units hat, die alles stunnen können. Ich will meinen zweiten Skill nicht machen, solange kein Defense Break oben ist. Aha. Goodbye, Rector. Tja. Bra, strippt sich hier gleich alles. Oder auch nicht. Na gut, dann stirbt Praha eben. Ja, das war ja eigentlich ziemlich safe, fast schon zu safe. Ophelia Lauren und wie heißt der? Julian, cool. Und Dark Panda. Sonst noch was? Oha. Das glaube ich könnte interessant sein. Die Wasser Twins. Aber das Ding ist halt. Nehmen Genny. Der Windpanda wäre halt natürlich wieder super easy. Ich weiß nicht, ob es klappt mit dem Fairy King. Schauen wir mal einfach. Und ganz ehrlich, nimm Amduate. Ich habe Amduate jetzt extra mal geruht, keine Ahnung für was. Machen wir einfach mal. Und Tyrone, Genny und Tiana. Ja, ganz ehrlich. Schauen wir mal. Jo, ich weiß, dass ich nicht alle Plätze voll habe. So, ich hoffe. Oh, shit. Keine gute Idee, Amdo zu bringen. Okay, vielleicht doch. Okay, das wird nichts mehr, glaube ich. Leider der Plan nicht ganz aufgegangen, dass ich Genny resette. Nicht Genny hier, wie heißt der? Pisama. Das war eigentlich der Plan. Ja. Ich kill zwar einen Twin, aber wir sind auf Vampire. So, schauen wir mal. Oha, resettet sogar Tyrone. Killen wir Tyrone. Auf Vio sogar. Natürlich Glancing und natürlich Defense Break. Was geht denn da ab? Hä? Ich habe keine Ahnung, 70 Resistance. Naja, danke für den kleinen Tiana. Hat Gott, die AI ist so dumm, hä? Tja. Gesolot, würde ich sagen. Ab und zu funktioniert sogar so ein Troll.
Na gut. Ich habe zwar wieder ein paar unnötige verloren, hätte ja nicht sein müssen, wenn ich richtig gespielt hätte, aber hey. Wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.